Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Heute machen wir mit dem dritten Supporter weiter, mit der lieben Symmetra, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich glaube, die wird irgendwann nochmal erwähnt. Egal, wir sehen uns gleich beim Training, weil ich habe sie selber noch nie, glaube ich, gespielt und es wird bestimmt ein Vollfail nachher. Aber, naja, wir werden sehen. So, da sind wir, unsere liebe Symmetra auf und vor uns, eine wunderschöne Inderin. In ihrem schönen grünen Skin. Aha. So, was kann die liebe Symmetra? Wie ihr seht, habe ich schon einiges ausprobiert. Also, ich gehe mal irgendwo hin, wo ich ungestört bin. Kann ich da einfach... Nein, okay, ich wollte gerade darunter springen. Quasi dämlich, aber manchmal macht man das. Symmetra kann kleine Selbstschussanlagen irgendwo hin platzieren. Möglichst an unauffälligen Stellen, habe ich gehört, soll das gut sein. Zum Beispiel hier hinter. Kann ich das dahinter machen? Ich kann es darauf machen. Das ist cool. Da sieht man das nicht so gut. Und davon kann sie einige machen. Also, da habe ich nochmal 4, 3, 4 und immer mal wieder. Die laden sich auf und ja. Ziemlich cool. Dann macht Symmetra, wenn ihre Verbündeten nicht gerade sterben, einen Schild auf andere Verbündete. Das geht ziemlich schnell. Ja. Und sie schießt. Nein, sie macht einen Nahkampfangriff. So macht sie einen Nahkampfangriff. Und so schießt sie, indem man rechts auflädt. Aber das Coolste eigentlich, was sie so macht, ist ihre... Das ist der einzige Grund, warum sie hier ist. Sie macht das da. Das stellt sie irgendwo hin. Und jetzt, wenn man zum Spawn zurückkommt, werdet ihr gleich sehen. Oh, auf magische Weise ist hier auch ein Portal. Und wenn man da jetzt durchgeht, ist man hier. Das wird sich zum Trollen, aber ja... Das ist der einzige Grund, warum Symmetra da ist. Glaube ich zumindest. Glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht. Und zum Selbstschussanlagen. Ja, wenn man die gut versteckt, das probiere ich jetzt aus. Ich verstecke meine Selbstschussanlagen und gucke, wie ich was treffe. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Bett. Der Computer sagt uns, wir sollen nach Hollywood gehen. Also, gehen wir nach Hollywood. Sehr schön. Oh, ein schön weibliches Team. Wie viele weibliche Charaktere gibt es eigentlich? Okay, wir haben Tracer, wir haben Widowmaker, wir haben Saria, also die eine Tankin, dann haben wir Diva, wir haben Cancer, also May, Entschuldigung, okay, Cancer, wir haben Mercy und Symmetra als Supporter und was ist das eigentlich? Wie viel waren das jetzt? Keine Ahnung, ich merke mir sowas nicht. Komm schon, lädt. Lachte schneller. Suchen wir niedliche Viecher. Hier ist keins. Hier ist eine Fachstelle. Ich liebe es, Dinger aufzumachen. Und dann. Oh, Exit Schild. Dann. Mülleimer. Popcorn. Wieder hoch. Kein Popcorn für uns. Das? What the fuck? Okay. Danke, dass ihr vor unserem Spawn steht, ihr Ficker. Sowas geht nicht klar. Sowas geht echt nicht klar. Marco, wir suchen uns schöne Ziele. Okay, probieren wir gleichzeitig zu treffen, aber wir suchen mal hier rein. Könnte sonst werden, wenn ich die hier reinlocke. Ich glaube, ich setze aber mal dahin. Komm her. Kriegst du nicht hin? Bin zu doof dazu? Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin zu doof. Water, geh doch weg. Weißt du was? Leck mich. Geh weg. Geh einfach weg. Bin einfach zu dämlich, okay? Symmetra ist eigentlich nichts für mich. Hätte ich einfach weggehen müssen. Egal, probieren wir mal das Zielpunkt 2. Probieren wir es nochmal. Ich habe jetzt ein fucking so Dings da rumstehen. Jetzt gucken wir erstmal, wo der... Ich habe diese Map. Ich krieg's irgendwie nicht... My
Der Zielpunkt? Hier oben ist der Zielpunkt. Hm, sollen wir doch hier hin. Selbstschussanlage? Ich meinte einfach das Ding. Nein. Sollte passen. Passt. Komm. Nein, lass mich in Ruhe! Ist denn hier schon alle auf? Nein, lass mich in Ruhe! Ich hab mich getötet. Mist! Der Teleporter. Mist, der Teleporter! Mist! Ich hab keine Ahnung, wie man mit dem etwa umgeht. Ich hab echt. Ich hab's nicht hinbekommen. Ich bin zu doof. Ich bin einfach zu doof für diesen fucking Zielpunkt. Aber jetzt weiß ich wieder, wo wir hin müssen. Wir müssen hier eigentlich durch. Das habe ich nie kapiert, wo wir hin müssen. Und dann. Die Matras ist echt voll sinnlos. Wo sind mein ganzer Supporter? Wo ist der Rest? Alles tot. Okay. Also ihr merkt, ich bin echt scheiße. Da war ich mit Dings besser. Mit Widowmaker. Mein Gott. Wie muss ich spielen? Kein Bock mehr. Ist einfach so. Alle Schutzschilder geben und sollte das passen. Was passiert, wenn ich die das Ding einfach vollplatze? Ist das hier hin? Keine Ahnung. Wo ist eigentlich die Hände zum Fick? So. Gib ich jetzt Schutzschilder. Stell dir da hin und das passt dann. Glaube ich. So ungefähr. Glaube ich das zumindest. Der Supporter ist scheiße. Ich komme damit nicht klar. Ich komme dir echt nicht klar. Kommt ihr echt nicht klar. Okay. Also ich bin echt scheiße, wie wir alle merken. Ich hab keine Ahnung, wo ich die hinmachen soll. Wer dann sagen, wo ich die hinmachen soll? Wie kann ich davon machen? So. So. Ja,
Komm. Ich verstehe diese Frau nicht. Oder wie? Wie zum Fick habe ich Killstrikes? Ich muss das nicht verstehen, gell? Ich muss diesen Charakter nicht verstehen, wie er funktioniert, oder? Ich stelle jetzt einfach irgendwo hin und dann hoffe ich, es funktioniert. Wo ist mein Spawn? Wie zum Fick habe ich Double Kills? Ich fühle mich wie Terbjörn. Bin ich jetzt Torbjörn? Ist mir egal, ich habe gewonnen. Keine Ahnung, wie ich gewonnen habe. Ich habe einfach gewonnen. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt sowas von egal, wie ich gewonnen habe. Ich hab's einfach. Yay. Hasalich. Schraffs. Wuchs. Zich. Wow. Schön. Mir egal. Was schon los? Kommt. Gib dir mehr. Gib dir mehr. Ich muss es nicht verstehen. Echt nicht. Ich verstehe die Frau nicht. Gut, also wir merken, Symmetra ist nichts für mich. Egal. Morgen sind wir mit dem letzten, mit Zenyatta. Mit dem habe ich noch nie gespielt. Und ja, was wir danach machen, weiß ich noch nicht. Oh, ja, jetzt ist sowieso vorbei. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt spiele ich nicht mehr. Egal, ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt das Wetter, wie immer. Und ja, bye, eure Zerosia.